Sonne, Sand und Surfen. Und plötzlich steht da ein Kaiserpinguin am Strand. So geschehen Anfang November an der Südküste Australiens. Ein Surfer entdeckte das Tier, wie es aus dem Wasser watschelte. Kaiserpinguine kommen eigentlich nur in der Antarktis vor, etwa 3500 Kilometer entfernt. Es wird vermutet, dass der Pinguin einer Strömung aus der Antarktis nach Norden folgte. Bei seiner Ankunft in Australien war das Tier deutlich unterernährt und wird nun von Wildtierexperten aufgepäppelt. Inzwischen wurde das Männchen auf den Namen Goose getauft.